Habe ich ja schon so erzählt. Genau, ja. Es geht los! Pistol Round! Fnatic gegen Optic Gaming. Oh, das war das falsche Keyboard. Entschuldigung. Ich versuche immer noch verzweifelt meine Pizza zu stellen. Okay, wir sehen Dennis. Am Seitengang. Auf B ist Liko unterwegs. Genau. So. Und jetzt Stanislav, der halt hier noch am Quergang steht. Trotzdem finde ich Optik sehr B-orientiert. Die Bombe jetzt auch mit oben drin. Nochmal das Fenster aufgeschossen, wahrscheinlich um eine Smoke rauszuwerfen. Nefly hätte... Man hat nur eine, die sollte man schon nutzen, um auf den B-Spot zu gehen. Ja, Lekro hat nur einen sehr kleinen Winkel. Also er kann dann nicht viel schießen. Olof fokussiert natürlich auch eher auf Upper. Also... Lekro... Der kriegt aber gar nichts, ja. Viele Flashes ins Gesicht, also eigentlich beide, die Optik hatte. Orlov mit einem. Lekro mit dem Teamkill gegen Wenton. Twist bekommt aber Mixwell. Tarik ist weit vorne, macht den Frag gegen Twist. 3 gegen 3, Rush holt Dennis. Und Tarik, der kriegt nicht Lekro. Jetzt ist 1 gegen 2 für Rush. Und Lekro macht auch den. Schöne Runde. Wichtige Frags. Und vor allem hat er ja noch Wenton rausgenommen. Seinen Teammate. Ja. Also eigentlich 3. Ja, wenn du rot siehst, ist ja völlig egal. Ja, du schießt einfach alles um, was irgendwie einen Kopf hat. Und du schießt auch nochmal da rein, wo kein Kopf mehr drauf ist. Das war eben der wichtige Start für Fnatic. Jetzt vor allem auf der CT-Seite, wenn die Piste verloren geht, dann schaut es schon mal relativ übel aus, weil du halt normalerweise 13-0 ins Hintertreffen gerätst. Die CT ist also jetzt mit dem vollen bei und Optik geht nicht komplett rein. Also sie haben nicht alles runtergekauft. Das heißt, vielleicht versuchen sie jetzt nochmal den Bombplan zu kriegen und dann doch in der dritten Runde zu kaufen. Na, Twist mit dem ersten am Seitengang, der ist da vorgegangen. Mixwell ist aber schon raus, bekommt den Frag gegen Dennis. Oh, hat aber Riesenprobleme, gutes Movement, kommt sogar nochmal weg. Oh, macht noch ein bisschen Schaden gegen Wenton, der fällt dann gegen Rush. Jetzt ist es nur noch Tarik. Und der kriegt keinen mehr, Olof Meister. Beendet das Ganze dann, nur 2 Spieler verloren bei Fnatic. Und damit 2:0. Jetzt kommt, jetzt wird gekauft durch den Bombenplant. Optik also jetzt schon an den Waffen. Ja, sie haben den Plan, der in der ersten Runde gekriegt. Ja. Was hat ihn da gelabert? Aber das, die Pizza. Ja, der Bü hat extrem Hunger. Unterpizzung. Unterpizzung, genau. So wie bei Muxor die Unterkebabung oder Unterdönerung. Olof Meister mit 2. Mit dem dritten auch noch Wenton. Oh, fast noch den vierten Stanislav. Aber schau mal, wo Dennis fällt jetzt dann, ist. Ja, und das ist es dann. Ja, vor allem dadurch, dass er die Charlie M4 hat, die Position von Dennis unbekannt. 3:0, die erste Waffenrunde ebenfalls an Fnatic. Ja. Ja, aber Optik hatte halt in der Piste-Round hatte sie ganz gute Chancen gehabt. Jetzt ist die natürlich den Bach runtergegangen, komplett. Tarik erstmal no clip. Das geht nicht. Dennis erstmal gegen die Wand. Ah, der hat kurz noch was eingestellt. Ihr wisst alle Bescheid. Sein No-Clip justiert. Ja, Optik muss jetzt eine ruhige Kugel schieben und geduldig sein. Das ist halt das Schwere an der T-Seite auf Train. Wenn du halt die erste Runde nicht kriegst, dann musst du halt geduldig sein und musst deine nächste Runde, deine nächste Strategie auspacken. Wenn die auch nicht funktioniert, ja, musst du halt wieder warten und eigentlich... Du kannst halt schon rushen, aber die Rushes sind immer so, ja, nicht sehr frag-intensiv. Du kriegst normalerweise den Plant, aber die CTs gehen lieber raus, als sich da auf einen Kampf einzulassen. Ja, genau. Der Retake auf Train auch nicht extrem schwierig. Es kommt oft auf die Afterplant-Situation an für die T-Seite. Bis zum Bombenplant kommst du halt oft gut durch mit einem guten Smoke-Go. Ja. Und danach wird es halt erst schwierig, weil der Raum halt einfach sehr offen ist. Dass es sehr wenig Möglichkeiten dann gibt, um sich zu verstecken. Beziehungsweise haben die CTs einfach viele Möglichkeiten.
um den Retake zu spielen, wenn sie halt noch Equipment haben. Deswegen auch hier immer wichtig, wie fast auf jeder Map, wenn du auf der T-Seite bist, versuch das Equipment der CT-Seite niedrig zu halten, immer mal wieder pieken, dass sie eine Smoke werfen oder halt einen Molotov. So, jetzt kommt der Go, Dennis macht viel Schaden, bekommt aber keinen Frag. Ist hier oben noch Venten, Lecro macht einen, Lecro bekommt sogar drei. Und den vierten noch hinterher macht. Und er macht sein Ace. Schön gemacht von Lecro. Natürlich die Eco-Cobra rausgehauen. Deswegen. Da sind sie auch schön vom Pop-Dog direkt reingelaufen. Ja, aber vorher haben sie Dennis da schön überrannt. Ja. Der konnte gar nichts machen. Aber wenn du da in einer guten Posi stehst, noch ein Teammate für dich drauf geht, ist natürlich ein schöner Spray. Das motiviert auch nochmal ein bisschen. 6-0 hat er jetzt. 6-0-0, genau. Da war er vorher noch nicht so krass unterwegs, aber davor noch nicht so viele Chancen gehabt. Der macht gleich den Reverse James Bond. Ja. Ist er dann stärker oder schlechter? Das sehen wir dann. So, Lecro, oh, hast du doch gesehen. Warum denn dann nochmal pieken? Eieiei. Was gefährlich in der Mitte ist, Taric schon raus. Softmeister ist hier auszuspielen, kriegt eine Flash ins Gesicht. Taric geht weiter vor. Und Venten steht auch noch dabei. So, Taric bekommt Venten. Und Softmeister schafft es nicht, den Frag zu setzen. Taric mit dem nächsten. Dann ist Twist da. Verschießt beim zweiten. Oh, aber schöner zweiter Shot gegen der Fly. So, dann Lecro zur Stelle. Hinten ist Dennis, der bekommt den Frag gegen Stanislav. Nur noch Rush. One on three. Ja, und da ist Lecro wieder da. Das heißt, 7 Kills in 2 Runden für Lecro. Er hat kurzzeitig den Reverse James Bond geschafft. Aber dann übertroffen schon. Ja. Gibt es auch. Also es gibt der andere 0-0. Es gibt ja andere 0-0-Agenten. Gibt es da auch mal 0-8? Ne, wer kein Death hat, der ist der Highlander. Achso, er ist jetzt der Highlander. Er ist der Highlander. Der eine. Er ist der einzige, der noch nicht gestorben ist im ganzen Match. Und Optik will das natürlich demnächst ändern, so bald wie möglich. Wird leider nicht ganz so easy, weil Fnatic natürlich komplett aufgekauft ist. Die haben Kohle ohne Ende, die haben Aave, die haben Confidence. Olof könnte sogar noch auf eine zweite Aave, falls sie Probleme kriegen, könnte Olof auf die zweite Aave gehen. Was aber jetzt ist Tariks Position. Okay, aber ich glaube, damit müssen sie rechnen. Lecro mit dem ersten, kann den zweiten ansagen, macht ihn auch noch schön geaimt. Dann kommt Rush von der Seite, Dennis ist schon zur Stelle. Und jetzt ein 1 gegen 3 für Leftfly, der kriegt keinen mehr, Olof Meister. Der ist jetzt richtig hot. Wir haben vorhin offstream drüber geredet, dass Olof ja relativ blass war auf Cobblestone gegen VP. Und jetzt dreht er so heftig auf, also vielleicht hat er einfach zwischen den Matches nur noch gedeathmatched. Das ist jetzt nämlich die überzeugende Performance, die ich vermisst habe. Was auch damit reinspielt, dass man Optik eine Chance geben kann, wenn Olof eben nicht performt. Ja. Und bei Optik, bei Taric und bei Nafly alles klappt. Dann kann man da schon was machen. Na, Taric ist gefühlt ganz gut drin. Lecro mit einer guten Pose. Er hat es nicht gesehen. Er hat es nicht gesehen. Immer noch nicht. Immer noch immer nicht. Noch wie? Nicht. Immer noch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ja, jetzt. Ah, nee. Hat er. Warte. Hat er vielleicht gesehen und gewartet? Weil er hat schon regelmäßig hingeschaut. Ja. Das ist aber mega risky gewesen. So, Twist. Das war eine schöne Flash von Nafly. Und Twist. Auch hier sehr gut reagiert. Sich nicht. Also gut reagiert. Dann raus, dann der Refrag von Venten. Auch da stand man gut bei Fnatic Taric. Er hat sich auf dem Schirm, dass Dennis schon über ihm ist. 7-0. Und Fnatic wirkt gerade sehr dominant. Mal gucken, wann wir das Timeout von Optic Gaming sehen. Denn ich hätte gesagt, jetzt wäre die Zeit für eins. Ja. Und wenn man. Wenn man zwei pro Halbzeit eher hat, dann kommt die. Das ist ja keine Verschwendung. In einem Timeout passiert immer was Konstruktives, außer du nimmst es her, um deine Mates zusammenzuschreien. Ja. Deswegen würde ich halt echt nicht damit zögern. Vielleicht ist es auch nochmal so die Sache, oh, wenn wir jetzt das Timeout ziehen, dann geben wir zu, dass wir ein Problem haben. Aber wenn du bei 7-0 noch nicht zugibst, dass du ein Problem hast, dann bist du das Problem. Das ist vollkommen korrekt.
So, jetzt gibt's hier Mitte Smokes. Die Flashes kommen auch. Das ist dieser Standard-Smoke-Go, der gut funktionieren kann. Aber Twist mit dem ersten Frag. Die Bombe wird jetzt gelegt. Dennis versucht es auch nicht, das zu verhindern. Nefly holt Venten. Dennis kommt. Nefly, der nutzt die Smokes jetzt natürlich auch aus. Tarik hinter dem E-Casten. Stanislav mit dem Frag. Rush holt Olaf Meister. 2 gegen 2. Twist holt nämlich Stanislav. Und Tariks Position dürfte immer noch unbekannt sein. Vielleicht jetzt gesehen worden. Lekro läuft vor. Tarik macht den Kill. 1 gegen 2 für Twist und er schafft es nicht. Die erste Runde für Optic Gaming und wir haben Brasil. 7 zu 1. Das ist doch Absicht von den Teams, das, oder? Ja. Ich sehe das so oft in letzter Zeit. Vor allem in der letzten Woche oder so war so oft 7-1 am Start. Zufall? Ja. Ich glaube nicht. Ja, rigged. Naja, Fnatic hat wenigstens noch genug Geld für eine Runde. Wenn man jetzt sich aber überlegt, dass sie 7 Runden in Folge gewonnen haben, hat Optic verhältnismäßig guten Job geleistet, dass sie das Money auf der CT-Seite so low halten. Also sie haben eine Chance, jetzt Fnatic zu resetten. Dann würde 7-3 stehen. Eventuell sogar 7-4. Und naja, 7-3, ja. Und dann würde die Hütte natürlich wieder ein bisschen brennen bei Fnatic. Ja, und Optic hat jetzt zumindest rausgefunden, dass ihr Argo funktioniert. Wir führen ohne das Backup von Tarik wäre Mixwell auf jeden Fall Geschichte gewesen. Venten zieht sich jetzt zurück. Ja. Und die ist da auch weggekommen. Die Ds wollen jetzt schnell durchfahren. Ja, aber da fehlt noch ein bisschen so der Speed bei Optic. Jetzt ist er da, Mixwell mit dem Frag und Venten fällt gegen Nefly. Mixwell bekommt auch noch Lekro. Nur noch Twist. 1 gegen 5 wäre es sogar. Dann hat er die Füße von Mixwell gesehen. Schießt in den C. 62 HP hat er noch. Das war durch die Kante in den Fuß oder in den Fingernagel, in den Fußnagel. Oh, was? Was? Ja, nice. 1G. hat er wahrscheinlich hinter sich gehabt, die Flammen. Und dann manchmal nicht ganz so easy, wenn du eh schon... Obwohl, nee, warte mal, der hatte 40 HP. Ja. Ich versteh's nicht. Analyze this. Da ist er wohl eingepennt. Ja. Gezoomt war er auch nicht, weil er hatte keine Awe. Vielleicht dachte er, er wäre weiter hinten und dann hat er sich doch noch ausgebreitet am Ende. Ja, aber dann steht er ja wirklich relativ lange drin bei 40 HP. Ja. Er ist... Irgendwas muss passiert sein. Oder er stand direkt in der Mitte und hat es gar nicht mehr rausgeschafft. Ah, Fragen über Fragen. Da ist die Pause. Ja, taktische endlich. Pause jetzt von Fnatic. Ja, siehst du mal. So nimmt man Timeout. Wie geil das ist. Ja. Ich finde das ja eigentlich ganz gut. Ja. Weil es dem Spiel ein bisschen mehr Tiefe verleiht. Auf jeden Fall. Es ist nicht mehr so flach, dass du... Also, was heißt flach? Es gab davor auch Möglichkeiten, deine Runden durchzusprechen mit deinen Teammates, die Existence und die Pistol Safe. Aber das ist eben unangenehm, weil du hast bei einer Pistol Safe jetzt immer noch die Möglichkeit, die Runde zu gewinnen. Also willst du nicht am Spawn stehen gerade bleiben. Gerade in CSGO, ja. Genau. Das, beziehungsweise gerade in den letzten Jahr, sage ich mal. Am Anfang war es noch nicht so die Verschwendung, wenn du wirklich gestanden bist und gewartet hast und nur geredet hast. Jetzt ist das natürlich wieder alles anders. Jetzt haben sie die 2 Timeouts bekommen und ich finde das ganz gut. Ehrlich gesagt. Weil jetzt sehen wir nämlich, dann hat das Team, das Brain, etwas zu versuchen. Ob es dann klappt oder nicht, ist die andere Frage. Aber jetzt weißt du genau, als Außenstehender, jetzt wurde was besprochen, was geändert oder was angepasst. So kleine Schräubchen festgezogen. Und dann kannst du eben sagen, okay, jetzt schauen wir mal, was haben sie denn umgestellt? Ja, ich würde es eigentlich ganz cool finden, wenn man in solchen Situationen irgendwie noch den Teamspeak-Sound irgendwie mitbekommt. Ja. Dem ersten Necro hinterher. Oh, das ist sehr viel Verwirrung. Und die Pistolen funktionieren sehr gut bei Fnatic. Jetzt fällt Twist, der hatte noch die AWP. 2 gegen 2. Olaf Meister rechnet nicht damit, dass der gleich durchgeht. Venten, 4 HP, 1 on 2. Er macht den ersten. Und er holt noch den zweiten mit 4 HP. Und im 4K. Dieses Tier. Eieieiei. 4 HP. Oh, und Optik, ja... Oh, das darf Optik nicht aus der Hand geben. Dürfen gegen nicht, 4 HP. Das ist auch so...
Also Rush stand halt auf dem Train, was in der Situation, in der er dann war, eigentlich gar nicht so übel ist, weil er weiß, wo der Gegner ist. Eigentlich schon. Aber der Gegner weiß nicht, wo er ist. Also hat er den Vorteil, weil er relativ viele Winkel eben gleich einsehen kann. Und er weiß, welchen Winkel er einsehen muss. Ja. Aber dass er dann nicht trifft und Benton den so niedersprayt, eieiei. Und dann machen sie halt nach der Eco, nach dem Timeout so eine Eco, ja, oder halt Pistol Kevlar Eco und holen das Ding. Das war jetzt aber nicht mal wirklich die Runde, die sie so krass besprochen haben, weil das war halt normalo, ja. Wir haben eine Safe, wir stellen uns hier und da hin und schauen, ob wir Keys kriegen. Und dann, oh, okay, klar. Wenn wir alle Keys kriegen, sagen wir nicht nein. Das war aber jetzt nicht wirklich taktisch von Fnatic. Nee, ja. Sie haben die Verwirrung ausgenutzt, die dann ja halt da war. Und vor allem Benton war es ja dann am Ende, der halt das extrem gut gemacht hat. Legro reagiert hier gut. Oh, der Molotov Hinterzug, er macht den Frag und kommt mit 50 HP weg. Und jetzt geht er an, der Smoke verwirrt wahrscheinlich, abgezielt, er kriegt den Kill gegen Neff. Hart hinten, oh, da fällt Stanislav, holt fast noch Mixwell. Ja, und da fallen sie wie die Fliegen bei Optic Gaming. Fnatic wirkt hier auf Train extrem stark und Optic scheint keine Antwort darauf zu finden. Ja. Und warum kein Timeout bei Optic? Ja, sozusagen hat ihnen Fnatic ja einen Gefallen getan mit ihrem eigenen Timeout. Ja? Vielleicht haben sie deswegen dann auch keins mehr genommen. Vielleicht wollten sie es so oder so. Und Fnatic hat sich gedacht, wir trollen die jetzt und nehmen unser eigenes. Das ist was, was Vogo wirklich machen würde. Ich würde es ihm zutrauen, dass er sowas macht. Ja. Boah. Du wirkst etwas Ivy sprachlos. Ivy würde ich vielleicht ja anspielen. Wurde noch gar nicht angespielt. Ja, das ist wieder so die Unkreativität von Optik, haben wir auch schon gesehen vorher, dass der da gleich spielt. Ja, Twist mit 2, die Eco von Optik verläuft nicht gut. Ja, und Lekro und Twist mit einem 3K. Jetzt wird auch Fnatic komplett warm. Ja, das ist selbstsicherer. Ja, ja. Draußen ist kalt, die setzen sich alle unter eine Decke und wärmen sich gegenseitig und so werden sie richtig heiß. Lekro und Twist mit 15 und 13, dann Olof mit 11, der hat jetzt ein paar ruhige Runden gehabt, aber der ist sicherlich wieder da, wenn man ihn braucht. Darauf kann Fnatic dann jetzt auch wieder vertrauen, was eben auch wichtig ist. Wenn du einen Carry hast, wie Olof, wenn du so einen starken Spieler hast und du siehst, dass der nicht so gut performt, dann strugglen die anderen eben auch. Twist, boah, der hat ihn getroffen! Und Olofmeister ist da, eben mal zur zweiten Olofmeister kriegt auch noch Neff. Ja. Oder war das der Hit von Olof vorher? Mixwell hier vorne, ja, die HE. Ja, kriegt keinen mehr. Die Waffenrunde auch sehr schnell vorbei. Optik, jetzt die Pause, noch 2 Runden zu spielen. Eigentlich zu spät. 2 T-Runden sind, ja, selbst 4 T-Runden. Ja, wir hatten die Diskussion vorhin schon, das ist echt auch zu spät genommen. Wenn sie jetzt 11-4 spielen, und dann, ja, also dann müssen wir halt die wirklich sehr unoriginell klingende Nachricht verbreiten, dass sie die Pistol Round gewinnen müssen und dann auch noch die Rifle Round gewinnen müssen, damit sie überhaupt erstmal nah an Fnatic rankommen und die zum Strugglen bringen. Wenn jetzt Fnatic die erste Rifle Round gewinnt, selbst wenn sie danach wieder verlieren und dann wieder resettet werden, ist das trotzdem schon für Fnatic so ein Zeichen, okay, es geht, ja, wir haben die eine Runde gewonnen, das passt. Jetzt verlieren wir vielleicht 2, 3 in Folge, aber grundprinzipiell stimmt was. Und Optik auf der anderen Seite, bei denen stimmt halt gerade nichts. Nee. Ja, auch. Das ist halt in dem Moment, wo sie den Efeu anspielen, Ivory anspielen, oder Ivy anspielen, ja, ist es auch so, dass Fnatic halt einen Gegenmove offensiv geht zu zweit, ja, und die Frags bekommt. Die drücken sie dann einfach auf einer anderen Seite raus. Ja, das ist halt. Sagen wir mal, die Ts würden hier reinkommen, würden die CTs einfach hier rauspushen. Ja, und das ist eine Spezialität, die auch das alte Fnatic hatte. Eventuell was Olof Meister oder Dennis mit reinbringen, aber das hat auch schon das Fnatic vor Dennis gemacht. So, Venten an der Smoke hier, sieht mehrere. Einen macht er safe, muss da aufpassen. Dennis hat 2 durchlaufen sehen. Jetzt sind sie halt überall, die Spieler von Optik. Aber die Spieler von Fnatic wissen Bescheid. 2-on-2. Jetzt ein 2-on-1 für Stanislav. Oh, der gibt nochmal gute Hits. Der macht den Kill gegen Dennis. Was war das denn von Dennis? Warum committet der denn so krass auf den Fight?
So, und Stanislav zieht hin. Er weiß jetzt, wo Twist ist. Er hat die Bombe. Er hat jetzt auch eine M4. Und das Twist war Overconfidence gerade von Dennis. So, was macht Twist? Erstmal zieht sich Stanislav jetzt auf den Zug oben zurück. Jetzt haben sie sich gegenseitig gesehen. Stanislav geht Richtung Spot. Ungefähr die gleiche Stelle, wo Ventin vorher so gut war. Und durch den Sprung noch mal ein bisschen HP verloren. Stanislav mit der Möglichkeit, aber Twist macht es. Ja, mit dem 12 dann am Ende. Ja, 12:2 für Fnatic. Und das könnte eine ganz, ganz schnelle Partie sein. Und wer das hier verliert, der hat nur noch ein Leben übrig. Dann gibt es keine Ausreden mehr. Dann ist Schicht im Schacht. Ja, und da hat schon jemand den Command rausgehauen, Moose. Ja, mollo mich mal. Das ist Dennis passiert. Er ist so hinter den TS hergelaufen, dass er dann in den freundlichen Mollo reingelaufen ist. Und dann, ja, der Fight mit der P250 kann ich vertreten. Also, ich glaube, er hatte eine Deagle dabei oder so. Also, er hatte auf jeden Fall großes Kaliber dabei. Und da wollte er halt den Kill einfach noch einsammeln. Dachte halt nicht, dass dann er gekillt wird. Ja, beim One-on-Two versuche es immer safe zu spielen. Ja, normalerweise schon. In so einer Situation, ja, schade, dass er ihn nicht gekriegt hat. Ich lasse es hier mal durchgehen, ja. Wenn ich sein Coach wäre, gäbe es keine Nackenschelle dafür, nur einen kleinen Klaps. Okay. Und weil er muss es ja trotzdem lernen, deswegen gibt es einen kleinen Klaps. Okay. So, Dennis. Er geht jetzt vor, hat den Kopf von Mixwell gesehen. Man hat auch zwei Spieler schon am Popdog. Das sind Rush und Stanislav. Ja, die sind einfach super passiv gerade. Optik igelt sich ein auf der T-Seite. 50 Sekunden jetzt. Also es wird ein A-Go. Aber ein richtig chaotischer höchstwahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, was Rush jetzt macht. Vielleicht der A-Fake B-Go. Der wird jetzt wahrscheinlicher, denn die Bombe ist jetzt mit im Quergang. Mhm. Dafür muss jetzt aber erstmal ein A-Druck gemacht werden. Jetzt kommen aber erst die Smokes an B. Ich bin mal gespannt. Vielleicht jetzt nur geworfen, um Equipment zu ziehen. Vielleicht wollen große sie auch Rampe. Einfach nur den Fake faken. Große Rampe wollte schon vor. Olaf Meister hat nichts gesehen und zieht sich deswegen nochmal zurück. Ventin macht den Frag gegen Tarik. Und geht man jetzt raus. Stanislav mit dem Kill gegen Lakro. Olaf Meister wiederum gegen Rush. Mixwell hinterher. 3 gegen 3. Und Mixwell mit einer guten Position. Aber eine schöne Flash. Und dann macht Twist den Kill. Ventin holt Nefline nur noch Stanislav. 1 gegen 3. So, der hat einen gesehen, aber damit ist er jetzt auch bekannt. Dennis hört er. Warum? Was ist mit Dennis los? Was hat Dennis da gerade gemacht? Na gut, Stanislav mit dem ersten. What? Oh, oh, dann fällt er gegen Twist. Was Mann. Ein schöner One-Tap. Boah, er hat es halt gerochen. Er wusste genau, dass die jetzt gleich kommen. Aber der war super geil. Ändert aber nichts. Ändert nichts. 13:2 für Fnatic. Nicht mal Ergebniskosmetik. Also selbst in 12:3 hätte ich gesagt, das war eine schöne Runde, verdient. Ja. War interessant angespielt von den Ts auf jeden Fall, dass sie so spät auch draufgegangen sind und trotzdem noch durchgekommen sind, allein. Aber das 1 gegen 3 war echt von Fnatic ein bisschen sloppy. Wobei das 1 gegen 2 dann nicht mehr so sloppy war. Also, dass er da so kassiert, kann man einfach gar nicht. Da machst du nichts. Ja. Bei so einem Tap. So. So, wir warten auf das Ready von beiden Teams. Optik, aber sozusagen auf dem gleichen Level. Ja. Auch wenn es ein Level unter Fnatic ist, wie man jetzt so Frank-mäßig sehen kann. Könnte aber auch wieder gut sein, auf der CT-Seite zumindest. Wenn wieder jeder gut ist. Vielleicht gewinnen sie die Piste. Wer weiß nicht. Wir sind auch in New York, also da ist ja eine Crowd, gibt es glaube ich heute noch nicht. Heute oder? Noch nicht. Ja. Nee. Die spielen glaube ich auch noch nicht in der Arena. Aber das wäre eben halt eine Motivation nochmal zu sagen: Kommt Jungs, wir wollen noch vor der Crowd spielen. Lasst uns mal. Außerdem Fnatic gegen die zu gewinnen ist immer schön und dann denen ein Leben zu klauen, noch wirklich. Also es ist halt wirklich so: Du schadest deinem Gegner ja auch, indem du dir selber Gefallen tust. So, und wir sind in der Pistol Round. Zweite Halbzeit. Fnatic jetzt auf der T-Seite und Optik auf der CT-Seite. Mixwell offensiv am Quergang. Da kriegt man meistens einen geschenkt, aber er kassiert erstmal einen. 3 HP nur noch. Muss sich sofort zurückziehen. Er kann eigentlich nichts mehr machen. Ja, da versucht er nur noch Schaden zu machen. Ja, und dann muss Stanislav die Headshots setzen. Bombe jetzt schon auf dem Spot.
Und interessant, dass Chris jetzt auch wieder sehr tief reinpusht, wie vorhin auch schon gesehen bei Optik. Er versucht natürlich jetzt auch abzulenken und ein bisschen Schaden zu machen. Nice von Chris. Sie gehen halt alle vor. Auch nicht verkehrt jetzt, aber ein 1 gegen 2. Die Position von Netfly ist bekannt. Und Chris low HP. Der zieht sich einfach nur weg. Das war auch gut, dass er die Kante schon mal pre-fired hat, damit Netfly ihn wirklich nicht sofort verfolgen kann. Und Netfly weiß schon, Twist ist über alle Berge. Ich muss jetzt mich auf Dennis konzentrieren. Aber wo ist Dennis? Der steht große Rampe. Smoke auf die Bombe, der gibt ihm halt sofort den Headshot. 14 zu 2. Fnatic gewinnt auch noch die Pistol Round. Jetzt wird's verdammt schwer für Optik. Um nicht zu sagen unmöglich. Es kommt ziemlich jetzt auf diese Runde an. Weil wenn sie den Force Buy holen, dann bleiben sie noch im Spiel. Dann hätte Fnatic auch nicht besonders viel Kohle. Ja, aber generell ist es, glaube ich, nur noch so ein Verlängerungs-Effort von Optik. Selbst wenn sie jetzt 5 Runden gewinnen würden oder sowas in Folge, wäre ich da wirklich, würde ich mir als Fnatic auch keine Sorgen machen, weil irgendwann fängt es halt dann an, nur noch B zu rushen. Ja, jetzt laufen sie hier in Taric rein. Stanislav bekommt noch einen Frag und er kriegt dann auch noch Venten. Ja, und da ist Fnatic halt komplett reingelaufen. Ja, okay. Twist. Vielleicht hat Optik doch eine Chance. Ja, und das ist mit 4 Mann überlebt. Da kriegt man noch ein paar eine AK. Ah, die Galil hätte man noch rauswerfen können. Ah, Kleinigkeit. Ja, das sind eben so... NLCS halt. Ich glaube, das passiert echt super selten. Ich weiß nur immer noch, ich weiß nicht, ob du das Video auch gesehen hast, als, ich glaube, Neo und Taz, als Neo 2 AWPs über Train auf 1-6 komplett gesaved hat, indem er die immer wieder gedroppt hat und sie getragen hat zu Taz, der gerade auf B defused hat. Das war so geil. In 1-6 ging das noch ziemlich gut, gell? Ja. War noch nicht so clumsy. Ah, da konntest du, wenn du nach unten geguckt hast, ist die Waffe weiter weggeflogen. Ja, genau. Du hast sie einfach immer wieder geworfen. Ja. Und der Sound war einfach göttlich, wenn du was wirfst und aufhebst. Schön. Nostalgie. Ja. So, jetzt erstmal der Force Buy von Fnatic. 3x Deagle. Ja, und die wollen jetzt halt einen Plant hier holen. Wer ist AFK? Was? 11? Ist da noch jemand auf dem Server? Weiß ich jetzt nicht. Tatsache. Flamey ist auf dem Server. Ah, jetzt ist er weg, okay. Ja, und jetzt kriegt Dennis mal easy 300 was Dollar. Was macht Flamey denn da? Nee, was macht Valve da mit diesen 300 Dollar? Das macht so null Sinn. Ja, das ist nur für Matchmaking, das sollte man für solche Sachen eigentlich auch. Ja, die Runde geht an Fnatic mit einem B-Go. 15. Runde, die hätte bei Optik natürlich nicht... Oh, das ist halt, ich glaube, Optik... Die waren schon verwirrt. Optik jetzt ist von sowas... Mal, ey. Ob wir da nicht einen Restart kriegen. Nee, glaube ich nicht. Die haben gesagt live. Die haben gesagt, das ist AFK live. Ja, und dann geht's los. Mai. Ja, NA. Nicht so viel. Ja. Aber Flamey war vorhin schon drauf. Auf dem Server. Ja, ist trotzdem egal. Ich meine, er war vorhin schon drauf und geht dann nochmal drauf. Rush macht den ersten gegen Venten. Necro geht jetzt durch, hat einen guten Hit abbekommen, bekommt aber den Frack gegen Mixwell. 2 gegen 4, aber 3 Spieler angeschossen. Necro fällt. Stanislav ist noch über alle Berge. Aber Netfly hätte da vielleicht noch ein bisschen länger warten müssen, denn Stanislav... Oh, ich glaube, der wird schon abgezielt von Olaf Meister. Ah, der geht nochmal in die Mitte rein. Kriegt den Kill gegen Olaf Meister, hat nur noch 10 HP. Ist jetzt gesehen worden, fällt gegen Twist. 16 zu 3 Fnatic. Mit einer sehr... 25 Kills bei Twist. Sehr, sehr deutlichen Partie. Und... Ja, verdient. Verdient. Sehr verdient.